Maren und Michaela Makes a Different, der Podcast für ehrliches, authentisches Sein. Wir nehmen dich mit in unseren Alltag als Mensch, Frau, Partnerin, Mutter, Tochter, Freundin, Therapeutin und Coachin und erzählen dir authentisch und ehrlich, wie wir dem Leben begegnen. Vielleicht bist du an der einen oder anderen Stelle inspiriert und motiviert, selbst deine Einzigartigkeit zu leben. Wir wünschen dir viel Freude beim Lauschen. Ja, hallo, liebe Michaela Ella-Katau. Ich freue mich total. Wir haben uns zusammengefunden zu unserem gemeinsamen Podcast und heute haben wir die erste Folge. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich habe jetzt nämlich 1,5 Jahre keinen Podcast gemacht, weil ich das alleine doof fand und ich immer lieber mit jemandem im Gespräch bin. Und ich bin total dankbar, dass du dabei bist, dass wir das jetzt machen. Ich freue mich auch schon mega drauf. Ja. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen eine Podcast-Folge mache. Nein, das stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe es schon zweimal gemacht, aber trotzdem ist es diesmal so anders, weil es so außerhalb des Coachings ist. Es ist so alltagsfokussiert, so authentisch, so was uns einfach bewegt. Ja, einmal das und also was wir ja vielleicht schon mal den Zuhörern und Zuhörerinnen sagen können, ist, dass es zum einen um uns geht, um unsere Geschichten, um euch Zuhörerinnen da einfach auch mitnehmen zu können und vielleicht findet ihr euch in manchen Bereichen wieder. Und sicherlich kommen dann auch Situationen aus unserem Coaching-Alltag mit rein, vielleicht Fragestellungen, die uns gekommen sind, weil es ja so ist, dass wir beide bei Verena König gleichzeitig die Ausbildung zum traumasensiblen Coach gemacht haben. Und irgendwie hat uns das jetzt ja auch näher zusammengeführt, obwohl wir uns ja eigentlich schon seit Jahren immer mal wieder über den Weg gelaufen sind. Und es Zufall war, dass wir beide gleichzeitig, also wir wussten es ja vorher gar nicht, dass wir beide gleichzeitig die Ausbildung machen. Ja. Und irgendwie haben wir es dann über die Gruppe mitbekommen. Ja. Also voll schön. Ja. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Das Klingeln lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Hat man gar nicht gehört gerade. Also ja, mein Name ist Maren Fromm. Ich bin Heilpädagogin und Coach. In der Heilpädagogik habe ich mich auf die Autismustherapie spezialisiert und begleite da 25 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Autismus-Spektrum von Frühkind, also man sagt ja nur noch Autismus-Spektrum, aber ja, frühkindlicher Autismus bis hin Asperger mit leichten Symptomen, sagen wir es mal so. Also das breite oder das gesamte Umfeld aus dem Autismus-Spektrum, was mir auch eine große Freude macht. Und parallel dazu als Coach, ich habe die Ausbildung als Epigenetik-Coach, systemischer Coach und traumasensiblen Coach, so in Kurzfassung gesagt. Und ich habe mich selber auf das Thema transgenerationale Trauma spezialisiert, weil ich aufgrund meiner eigenen Geschichte auf das Thema gestoßen bin, Kriegsenkel, Kriegskinder und übertragene Trauma, kollektives Trauma. Genau, und dadurch, um da auch noch tiefer und sensibler arbeiten zu können, habe ich mich dann für die Ausbildung bei Verena König entschieden. Und du? Sehr schön. Ja, ich bin seit 5 Jahren jetzt selbstständig, anfänglich als ganzheitlicher Lebensberater und Energiebewusstseinscoach. Und ich wusste noch nicht, in welche Richtung meine Arbeit so gehen wird, auch systemische Arbeit. Aber letztendlich, als ich dann auf die Verena gestoßen bin, Verena König, wusste ich, okay, da geht in mir etwas in Resonanz, und zwar meine eigene Geschichte. Und ich habe mich endlich verstanden gefühlt. Ich habe endlich irgendwie die Antworten gefunden, die ich seit, ich glaube, seit meinem 17. Lebensjahr gesucht habe, in Form von unterschiedlichsten Fragen. Endlich hatte ich die Antwort, dass ich einfach
normal bin, aber an Traumafolgesymptomen leide, nämlich aus Bindungs- und Entwicklungstrauma. Und habe mich dann entschieden, irgendwann diesen Weg, also nicht nur selbst begleitend, also dass mich jemand begleitet, sondern auch irgendwann die Ausbildung zu machen. Und ich mache das von ganzem Herzen. Ich liebe diese Arbeit, weil sie erstens mich auf den Weg gebracht hat und zweitens merke ich ja, wie meine Klienten es aufnehmen wie so ein Schwamm und wie sie einfach aufblühen, wie sie ja, in eine andere Haltung kommen, dem Leben gegenüber und sich selbst gegenüber. Und das mache ich jetzt heute ja hauptsächlich eigentlich so traumasensible Begleitung, was nicht heißt, dass Klienten zu mir kommen, weil sie Trauma haben, sondern Menschen landen bei mir mit unterschiedlichen Themen und man kann traumasensible Methoden eigentlich für alle Themenbereiche nutzen. Ja, das Spannende ist ja, dass ein Großteil der Menschen oder einem Großteil der Menschen ist es gar nicht bewusst, dass sie Trauma haben oder sie würden es selber gar nicht so nennen. Also so war es zum Beispiel auch bei mir. Ich habe das als völlig normal gefunden, wie mein Leben war und habe immer gedacht, das gehörte sich so und es gab ja viel schlimmere Geschichten als die meinige. Ich habe mich da immer viel zu sehr verglichen. Bis, ja, es war auch ein jahrelanger Prozess. Also bei mir hat es nicht mit 17 angefangen. Ich habe zwar zwischen dem 17. und dem 27. Lebensjahr habe ich Bulimie gehabt und habe dann auch eine erste Psychotherapie gemacht, aber im Zuge dessen ist überhaupt kein Hinterfragen zustande gekommen zu meiner Lebensgeschichte. Wahrscheinlich habe ich es selber auch noch gar nicht an mich rangelassen damals. Bei mir kam das erst, nachdem sich der Papa meiner Tochter von mir getrennt hat, also mit 40, also etwas über 40,5 war ich, dass ich mir da erst die Fragen gestellt habe, was für ein Leben führe ich, was für ein Leben habe ich geführt. Und wie will ich denn mein Leben weiterführen? Und da begann meine Reise erst. Also bis dahin war ich halt auch immer Heilpädagogin und es war überhaupt gar keine Überlegung, jemals mit Erwachsenen auch zu arbeiten. Also ich habe gedacht, oh, ich bin die kleine oder ich bin die Pädagogin, die sich um das Kindeswohl kümmert und der es wichtig ist, dass es den Kindern gut geht. Und wirklich erst im Laufe meines Prozesses und meiner ganzen Ausbildung und meiner Aufarbeitung kam das dann, dass dann irgendwann, da war ich mit meiner Tochter am Gardasee im Urlaub und habe die Familie eines ehemaligen Kunden auf dem Campingplatz besucht. Und da habe ich dann allen Ernstes zu denen gesagt, na ja, vielleicht bin ich ja dann irgendwann auch mal beim Bosch und coache euch und habe dann hinterher mit Melina im Auto gesessen und so. Melina, habe ich das jetzt allen Ernstes gesagt? Und Wer in dir hat das gesagt? ja, genau. Und ich bin dann ganz aufgeregt geworden und bin dann aber nicht ins Tun gekommen. Das war scheinbar eine Aussage, die ins Universum gegangen ist. Und 4 Wochen später kam der erste erwachsene Kunde auf mich zu und hat gesagt: Maren, ich brauche dich. Und ich so: Wow. Okay, Universum funktioniert. Mega, gell? Ja, mega cool, echt. Und dadurch konnte das Ganze erst wachsen, ja, und auch diese Freude daran. Also, und ich muss sagen, also ich liebe sowohl die Heilpädagogik, also die Arbeit mit meinen autistischen Klientinnen ist so schön, ja, es ist so bereichernd und auch bewusstseinsfördernd, auch für einen selber, also auch zum Hinterfragen. Habe ich auch autistische Züge oder ist Traumafolge autistisch oder wirkt sich das ähnlich autistisch aus? Warum habe ich so einen guten Zugang zu den Kids? Und aber auch also durch dieses Aufarbeiten, und das denke ich, ist was, was du wahrscheinlich auch erlebst, diese besondere Empathie für die Klienten, die zu einem kommen, also auch, dann auch im Coaching.
Und dadurch, dass es aber so gut aufgearbeitet und integriert werden konnte in uns, ist auch, also diese, oh, Ella, wie nennt man das? Also wenn man nicht genug Abstand hat und dann zu sehr mit dem Klienten verschwimmt. Integration, also wenn man integriert ist, wenn man identifiziert, wenn man sich Identifiziert, genau. genau, So, und das passiert halt dadurch, dass es gut aufgeräumt ist, passiert es nicht mehr. So, und das ist auch was, was ich total wichtig finde. Und das, womit sich die Kunden dann auch aufgehoben fühlen. und trotzdem. Weil die meisten denken ja, ich kann erst losgehen mit meiner Berufung oder als Coach oder Therapeut, wenn ich meine Themen aufgeräumt habe oder wenn ich alles integriert habe. Und es stimmt ja nicht. Also, genau. Also vielleicht erwähnen wir an dieser Stelle, also ich kann ja nur von mir sprechen, ich bin nach wie vor begleitet und ich liebe es, mich begleiten zu lassen, weil ich einfach zwischen meinen Sitzungen dann Raum habe fürs Leben. Also ich weiß, okay, ein, zweimal im Monat gibt es da einen Mensch, wo ich mir eine Stunde Zeit nehme und dieser Mensch aus einer anderen Perspektive mich nach innen leitet. Ich kann mich öffnen, ich kann mich total fallen lassen und kann mich einfach auf einer tiefen Ebene verstehen lernen und wenn ich da rauskomme, dann geht es einfach nur noch um, ja, um zu spüren, okay, was brauche ich jetzt, was mir gut tut? Und nicht mehr dieses Problemfokussierte, was muss ich tun? Was ist das Problem heute? Wo ist das Thema? Es erleichtert so sehr mir selbst das Leben zu wissen, da ist die Stunde für meine Themen und ansonsten bin ich frei und kann trotzdem coachen, kann trotzdem Menschen begleiten, weil ich mich so frei fühle. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Maren. Ja, also ganz ähnlich. Also ich habe nicht mehr jeden Monat, sondern so alle 2, 3 Monate. Also meine Traumatherapeutin, die ist ja, hat ja ihren Sitz in Trier, die Monika Amelong John, und die kommt aber alle 2, 3 Monate hierher zu mir in die Praxis und arbeitet da dann auch mit meinen Klientinnen, weil also wir dürfen ja nicht traumatherapeutisch arbeiten, wir dürfen nur traumasensibel arbeiten. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Kombination, das, was die Moni und ich da machen, aber auch nutze es dann auch für mich. Und was man ja auch sagen muss, ist, dass es ja nie aufhört. Ja, also je tiefer wir heilen, umso mehr traut sich das Unterbewusstsein, uns auch wieder was zuzumuten und wieder was aufzudecken. Also da gibt es bei mir zum Beispiel gerade so zwei Themen. Das eine ist durch die aktuelle politische Situation und die Demonstrationen und die Angst, die in der Gesellschaft herrscht, oder die, ich weiß gar nicht, ob es alles immer nur Angst ist, aber dieses, dass die Menschen jetzt ins Tun kommen. Dadurch war ich auch auf einer Kundgebung und ich fand es total krass. Ich habe alleine da gestanden und mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich so sehr gespürt habe, also das war eine sehr positive Kundgebung, aber trotzdem habe ich so sehr gespürt, was so in den Menschen geschieht. Und dadurch, dass ich mich ja auf das Thema Kriegskinder, Kriegsenkel, Nachkriegszeit und so spezialisiert habe, ist dieses Thema bei mir selber nochmal sehr hochgekommen, wo meine Großmutter väterlicherseits gerade bei mir sehr präsent ist. Und ich da nochmal, also zum einen ins Gespür dafür gehen will und aber auch jetzt nochmal in die Aufarbeitung und wirklich hinterfragen, wie kann es sein, dass mein Großvater, der als Soldat in Polen war, und die Deutschen haben in Polen böse Dinge gemacht, wie kann es sein, dass er
dort auf meine Großmutter getroffen ist und haben die sich wirklich verliebt? Was ist mit der Mutter meiner Großmutter passiert? Warum ist die null Thema? Und warum ist meine Großmutter dann mit ihrer Tante nach Deutschland gekommen, nachdem der Krieg vorbei war? So, das sind gerade also so familiäre oder ja auch gesellschaftspolitische Themen, die mich da gerade umtreiben und die, wo ich auch spüre, das hat was mit mir zu tun und damit, da darf ich jetzt in die Aufarbeitung oder noch mal mehr in die Aufarbeitung und Nachforschung gehen, um da Fragen, die in mir sind, noch aufzuräumen. Und das Zweite ist, das hatte ich dir im Vorfeld gesagt, dass meine Tochter ja gerade auszieht und wir waren jetzt 11 Jahre ein Team. Also ich habe zwar zwischendurch ein paar Partnerschaften gehabt, aber ich bin jetzt seit 5 Jahren auch ganz allein. Und ja, sie war die letzten 1,5 Jahre, hat sie ja schon eigentlich nicht mehr so richtig hier gewohnt, aber dieser endgültige Schritt des Auszugs mit diesem engen Band, was wir haben als Duo, das ist so ein Hin- und Hergerissensein aus, ja, so habe ich sie erzogen, sie darf frei sein und ihre Flügel ausbreiten und ihre Wege gehen und, oh mein Gott, dann ist es weg. Und damit. Und damit verbunden auch die Frage, also, oder das Thema dieses Jahr, das allererste Mal in meinem Leben mit fast 52 oder wenn es dann soweit ist, bin ich 52, alleine in Urlaub gehen. Himmelherrschaftszeiten. Was für ein Schritt aus der Komfortzone. Wow. Und eins so, ich glaube, dieses Thema haben so viele Mamas. Erstens wirklich das Kind loszulassen und frei zu lassen. Und auf der anderen Seite so, und jetzt bin ich wirklich alleine auf mich gestellt. Und jetzt gehe ich quasi das erste Mal wirklich los in mein Leben. Allein in Urlaub. Wie geht's dir? Ja, wie gehst du damit um? Ah, Ella, ich finde es total spannend, weil auf der einen Seite glaube ich, dadurch, dass ich ja, ich meine, du bist auch alleinerziehend und du kennst auch diese Wochenendenregelungen, dass die Kinder dann weg sind. Also ich bin ja schon vor 11 Jahren damit konfrontiert worden, das erste Mal oder die ersten Male mich darauf einlassen zu müssen damals. Also damals muss ich echt sagen müssen, mein Kind ist weg. Was mache ich an diesen Wochenenden, wenn mein Kind weg ist? Also das war am Anfang war es für mich eine Katastrophe. Ja, also sie war 10 Jahre alt und ich kannte ja gar nichts anderes, als sie um mich rum zu haben. Also, und ich war auch bis dahin, also ich bin zu Hause ausgezogen, mit meinem ersten Freund zusammengezogen und dann bin ich mit dem Papa von Melina zusammengekommen. Also, ich war bis dahin nie wirklich alleine. Ich kannte das nicht. Und saß die ersten Wochenenden schon hier und boah, es fiel mir schwer, mich mit mir selbst zu beschäftigen. So, und das war dann aber dann auch irgendwann ein Prozess, wo ich sagen kann, ja, irgendwann konnte ich es auch genießen, ja, dass ich dann die Zeit für mich auch genossen habe. Und so waren auch die letzten 1,5 Jahre, wo sich das so eingeschlichen hat, dass Melina immer mehr bei ihrem Freund war, dass es dann irgendwann schon auch komisch für mich war, wenn sie mich wieder überfallen hat, dass sie zu Hause ist. So. Und dann meine Tagesplanung durcheinander geschmissen hat. Und trotzdem kann ich dir überhaupt, also im Grunde genommen kann man ja sagen, habe ich eine gute Vorbereitung auf diese Situation gehabt. Ja, also mein Nervensystem durfte sich so richtig schön damit anfreunden. Und trotzdem ist dieser endgültige Schritt ganz merkwürdig. Also so dieses, oh Gott, ihr Zimmer ist dann demnächst wieder mein Zimmer. Was mache ich denn aus dem Zimmer? Und was ich spannend finde, egal wie wir uns mental vorbereiten und diese Schritte oder diesen Weg schon ebnen, wenn es soweit ist, reagiert trotzdem das Nervensystem.
mit Angst, mit Unsicherheit und dass es völlig normal ist. Ja, also ganz ehrlich, ich habe am Wochenende zum Beispiel auch hier gesessen und habe fast geweint, weil es war die Situation, dass also Melina, die haben vor einigen Wochen den Mietvertrag unterschrieben und ich habe immer wieder meine Hilfe angeboten und bin bis dahin aber nicht gefragt worden, ob ich helfen kann. Ich habe aber auch, sollte man tun, ich habe nicht gefragt, warum sie mich nicht fragen, sondern bin am Wochenende in meinem kleinen Drama gelandet, weil ich mitbekam, dass plötzlich Melinas Papa half beim Streichen. So, und ihre Schwiegermutter war da und half beim Putzen. Ihre Freunde waren da und halfen auch beim Streichen. Und ich so, und ich? So, verhält sich in den letzten Wochen schon so komisch per WhatsApp oder in unserem Kontakt ist gerade komisch. Und jetzt hat sie heute auch gar nicht reagiert, obwohl ich gefragt habe, ob ich ihr was aus Stuttgart mitbringen soll. Dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, Maus, was willst du, Mutter? So, so, und das war echt mein eigenes Drama, ja. Also ich, die Mama, die 11 Jahre irgendwie da war und gemeint hat, sie hat alles für ihr Kind getan hat, hat sich plötzlich völlig ausgestoßen gefühlt und ich darf nichts tun. Und das war aber die kleine Maren irgendwie, irgendeine kleine Maren war da. Und die erwachsene Maren hat da gestanden und hat gesagt, hey, ist doch voll cool, dass ihr Papa ihr endlich mal oder ihr Papa ihr hilft. Ja, das ist was, was er kann. So, jetzt machen, jetzt stell dich nicht so an. So, weil da ging voll das Kopfkino und Drama durch meinen Kopf. Und ich habe dann echt mit mir auch gekämpft, ob ich, weil ich wusste, dass Melina bei einer Freundin ist, aber ich habe dann gespürt, Junge, ich schaffe das nicht hier gerade alleine aus diesem Drama raus. Ich muss meine Tochter jetzt fragen, ob irgendwas zwischen uns steht. Und nein, natürlich stand nichts zwischen uns. Ja. Ja, Genau. aber oh, Nervensystem, oder? Ja, so schön, wie du das beschreibst, weil ich finde, die Anteile in uns, die jahrelang eine bestimmte Aufgabe hatten, Ja. die fühlen sich, wenn diese Aufgabe wegfällt, wie nicht gebraucht. Ja. Also wie wenn sie wirklich keinen Wert mehr haben, keine Wichtigkeit. Und die brauchen wirklich eine Zuwendung, also auch einen neuen Job, den wir ihnen anbieten. So ganz bewusst, hey, ich sehe dich. Und ja, das hat nichts mit dir zu tun. Das ist, wie heißt du nochmal deine Tochter? Melina, gell? Melina. Melina, Melina. Das ist Melina, die jetzt ihren eigenen Weg geht. Und das Ja. ist wirklich okay. Und das hat nichts mit dir zu tun. Für dich. Dich brauche ich jetzt anders, weil ich will jetzt ja in mein Leben. Ja. Und wie kannst du mir jetzt dabei helfen, jetzt meinen Weg, mein Leben zu finden? Mit den Eigenschaften, die natürlich und den Werten auch, die so gut funktioniert haben für Melina, kannst du ja für dich auch brauchen. Ja, volles Brett. Also ich finde es auch total spannend, ja, dass da, also als Melina in der Pubertät war, fand sie ganz furchtbar, was ich beruflich gemacht habe, ja, hat sich da total für geschämt, weil ich ja auch mit energetischer Heilarbeit was mache und so. Und also wo dann diese alten Themen von uns beiden, obwohl ich weiß, dass sie mega stolz auf mich ist als erwachsene Maren, aber wo diese alten Themen dann hochkamen, oh, will sie mich da jetzt nicht mit dabei haben? Ist es ihr unangenehm, falls ich über irgendwas spreche oder so? Also was für ein Mangel aus mir selbst heraus, so aus, ja, also ich kann es gar nicht so ganz genau beschreiben. Warum das so doll hochkam. Also, ja, aber wahrscheinlich hast du recht, ich hatte 11 Jahre jetzt alleine eine Aufgabe, und plötzlich darf ich da irgendwie nicht mehr so ganz bei sein und bin nur noch am Rande da, und was ja aber gut ist, ja, also ist ja total gut, soll sie.
soll sie dann auf mich zukommen, wenn sie mich braucht? Genau das habe ich ihr ja eigentlich beigebracht, ja. Hol dir dann Hilfe, Ja. wenn du sie annehmen kannst und annehmen willst. Ja. Und fall auch mal, wenn du fallen Ja. sollst. Ja. Ja. Und ich bin da, du kannst jederzeit kommen, aber ansonsten lauf los. Ja, genau. Und sie konnte dann auch sehr, sehr gut sagen. Also sie war erstens war sie total schockiert, dass sie gesagt Von hat, der Frage. ja, Mama, nee, zwischen uns ist nichts. Wie kommst du Ja. darauf? Und dann, Mama, ich bin selber gerade total überfordert. Ja, also es ist meine erste eigene Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles organisieren soll, aber ich will es auch irgendwie organisieren. Ja. Und ja, da dann wieder ins Verständnis zu gehen und sagen, naja, logisch, Maren. Ja, also habe jetzt einfach auch noch mal weiterhin Geduld mit ihr, wie sie ihre Prozesse geht und ihre Wege geht. Und die Ja. kommt dann, wenn sie dich braucht. Und ich finde es auch so schön, in dem, was du beschreibst, wie schnell wir im Drama sind, indem wir uns gedanklich, mental einfach da immer weiter reindenken und runterziehen und uns irgendwelche Geschichten erzählen, von wegen, keine Ahnung, die schönsten Geschichten entstehen da im Kopf, um uns da wirklich in das Drama rein zu katapultieren. Ja. Und eigentlich geht es wirklich in dem Moment nur darum zu erkennen, hey, okay, das bin nicht ganz ich, das ist einfach der Anteil Mama, Ja. der Angst hat, dass er nicht mehr wichtig ist. Und wie kann ich den jetzt auf meinen Weg, so quasi allein in Urlaub zu gehen, mitnehmen und beschäftigen? Der kann mir vielleicht helfen, einen geilen Ort zu suchen. Oder was brauche ich denn im Urlaub, um mich wirklich sicher zu fühlen oder um Kraft zu tanken? Hast du denn Ja. da schon eine Vorstellung so? Was soll dein erster Urlaub? Ja, ich habe da, ich habe mir da echt große Gedanken dazu gemacht. Also bis wenn ich nicht alleine gegangen bin, habe ich kein Hotel gebraucht. Ja, dann war für mich auch auf dem Campingplatz so eine kleine Hütte oder eine Ferienwohnung oder sowas in Ordnung, weil dann habe ich ja jemanden zum Austausch gehabt. Ja. Was ich für mich feststelle, ist, ich möchte gern die Möglichkeit haben, mich mit Menschen auszutauschen, auf Menschen zu stoßen, denen ich meine Begeisterung oder etwas Erlebtes direkt mitteilen kann und nicht nur übers Handy, sondern im direkten Kontakt. Ich bin Ja. ja sowieso so ein Mensch, der den direkten Kontakt so liebt. Das ist das eine. Also das heißt, ich muss mir ein Hotel suchen. Oh Gott, mich werden gleich Familien hassen. Nein. Adults only, bitte nur Erwachsene in diesem Hotel. Ich finde, das darfst du dir echt erlauben, weil du hast so viel im Alltag mit Kindern zu Ja. tun. Man braucht Pause. Ja, genau. So, Und ich will kein Kindergeschrei um mich rum. ja, ist völlig legitim, finde Und ich. ich möchte nicht total abseits vom Schuss sein, sondern ich möchte mit meinem Hotel an einem See oder am Meer sein, mit Meerblick, sodass ich, also ich überlege, ob ich mein Stand-up-Paddleboard mitnehme, dass ich da schnell hinkomme und die Freiheit auf dem Meer spüre. Und ich möchte aber auch schnell in irgendeiner Stadt sein. So. Und also das sind schon mal die Referenzen, die ich habe. Und jetzt habe ich mal rumgeguckt. Also nachdem ich erst nach Flügen und so geguckt habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, das ist so teuer, in Urlaub zu gehen. Jetzt mögen die, die mich kennen und wissen, dass ich im letzten Jahr mit Melina für eine Woche in New York war und eine horrende Summe ausgegeben habe, sagen, naja, Maren, jetzt stell dich nicht so an. Also im Vergleich dazu ist es doch ein Witz.
Aber tatsächlich finde ich 1.500 € Übernachtung, Frühstück echt viel Geld. Also das wäre am Gardasee jetzt gewesen. Also ich hatte dann überlegt, okay, ich fahre mit dem Auto. Aber da sind so die Referenzen, die ich brauche, 1.500 € nur für Übernachtung, Frühstück. Und da habe ich gedacht, okay, nee, also das ist es jetzt auch noch nicht. Darf ich dir da aber eine Frage stellen? Ja. Es ist trotzdem spannend, dass du, also ich bin mir sicher, für New York war dir wirklich nichts zu teuer. Und die Frage ist, gibt es vielleicht, wenn du alleine bist, einen Anteil in dir, der für sich selbst da keine Notwendigkeit sieht, für sich, weil es der erste Urlaub ist, finde ich, darfst du dich da echt belohnen. Das ist ja wirklich, das Ja. ist schon was Großes. Ja, das Ding ist, ich muss jetzt mal Prioritäten setzen. Und zwar hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dieses Jahr meine Wohnung zu renovieren, was viel Geld sicherlich braucht. Also und jetzt dadurch, Okay. dass Melina auszieht, kommt noch ein Zimmer mehr dazu, was ich renovieren will oder muss, damit es mein Rückzugswohlfühlort wird. Ich glaube, das ist es ausschlaggebend. Also hätte ich diese Ziele zu Hause nicht mit Ja, Bad okay. renovieren und das Zimmer schön machen, was ja alles auch ein paar tausend Euro kostet, dann wäre es mir, glaube ich, egal. So, dann würde ich auch in ein 5-Sterne-Wellness-Hotel gehen und da 2.000 € oder so ausgeben. Ich glaube tatsächlich, dass ich das dann tun würde und ich muss aber jetzt gerade zusätzlich zu den ganzen Prioritäten setzen, welche Ziele zu Hause will ich jetzt weiter verfolgen, was kostet mich das und wie viel Geld bleibt dann noch übrig? Ich glaube, es hängt damit dran. Okay. Ja, weil ich habe das deswegen gefragt, weil wenn wir gerade dieser Anteil Mama, der ja jetzt tatsächlich denken muss, also ist ja logisch, dass er denken muss, ich bin nicht mehr wichtig, der trägt ja auch dann diesen Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig. Und weil ich nicht wichtig bin, ist es auch nicht wichtig, dass ich für mich irgendwann Geld ausgebe oder mir was gönne. Und oft ist es nämlich wirklich so unbewusst, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht wichtig, also brauche ich für meine Wichtigkeit auch nichts ausgeben, Ja. ist es oft der, der so mitschwingt. Deswegen habe ich dir die Frage gestellt. Aber Ja, aber du hast schon auch ein Stück weit recht, und das da dürfen vielleicht auch die Zuhörer und Zuhörerinnen sich ja. durch den Kopf gehen lassen. Also, sehr, sehr spannend, wie viel schneller und leichter ich Geld ausgebe, wenn Melina mit involviert ist. Also zum Beispiel haben wir uns jetzt für Adele Konzertkarten in München gekauft. Sind mal cool, also wir wissen noch nicht so ganz genau, wer die dritte Person ist. Eigentlich wollte eine Freundin mitgehen, aber also mein Limit war 230 €. Und wir haben jetzt mal kurz drei Tickets, 230 € für ein Adele-Konzert. Also sind wir da bei 700 € für Ja. Konzertkarten. Ja, wie bescheuert ist das denn? Ja. Heute habe ich auf Facebook eine Anzeige gesehen, dass jemand vier Tickets für Coldplay verkauft, für einen echt günstigen Preis. Ich war sehr überrascht und die habe ich dann direkt angeschrieben. Es hat sich herausgestellt, dass es wahrscheinlich fake ist, weil die hat sich nicht auf ein Telefonat eingelassen, sodass ich es nicht gemacht habe. Aber wie schnell ich da bereit Ja. gewesen wäre, vier Tickets a Ja. 135 € zu Guck mal zahlen. an. Hey, und meinen Guck Urlaub mal an. mache ich jetzt rum? Wie bescheuert Ja. ist das? Ja. Und das Thema haben ja so viele, wie du sagst. Also gut, dass wir das ansprechen, weil ich finde, wir dürfen uns das wirklich, diese Frage stellen. Ja. Wir sind auch noch Frau. Wir Ja. sind nicht nur, auch wenn wir lange Jahre diese Mutterrolle haben und uns damit wirklich identifizieren und sonst vielleicht so viel aufgeben, ist das erstens nicht gesund für das Kind, Ja. dass wir unsere Bedürfnisse einfach über Bord schmeißen, weil damit spiegeln wir auch unseren Kindern,
Ich bin nicht wichtig, also darfst du das auch so leben. Ich bin nicht wichtig. Immer schön nach den Bedürfnissen anderer leben. Es ist wichtig, wirklich sich zu erinnern, auch für unsere Kinder, was lebe ich vor? Was Definitiv. lebe ich meinem Kind vor? Die Abhängigkeit, die Anpassung, sich nicht zu spüren, sich aufzugeben. Oder was lebe ich wirklich als Mutter vor? Und Ja, sich und dann wieder an die erste Stelle zu setzen. Ich finde das einen totalen Spagat, wenn man, also für mich ist das ein totaler Spagat, wenn man es selber nicht erlebt hat, ja, wenn man so eine Bindung, also ich sehe das, was Melina und ich an Bindung haben, als ein großartiges Geschenk. Das ist das schönste Geschenk meines Lebens, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und dass ich selber, also ich habe nicht so eine Bindung habe ich nicht zu meiner Mutter. Und dann, also ich habe ihr schon die letzte, also immer, also dadurch, dass ich ja meine Fortbildung, Weiterbildung und alles gemacht habe, ich bin ja immer meinen Weg auch gegangen und sie musste dann auch zurückstehen für viele Dinge, weil ich da Zeit für mich brauchte. Aber ja, tatsächlich, also ich finde es schon ein Spagat zwischen Bindung und eigenen Weg gehen und da eine gute Balance zu finden. Und dann, wenn man diese alte Rolle, also ich meine, ich werde mein Leben lang Mutter bleiben, ja, Genau. aber halt in anderer Form. Ja. Irgendwann werde ich Großmutter oder sowas wahrscheinlich. Ja. Es darf eine neue Form annehmen und damit Ja. darf ich mich jetzt Ja. auseinandersetzen. Also ich hätte auch nicht gedacht, Ella, dass es mich so beschäftigt tatsächlich, weil ich gehe ja seit Jahren meinen Weg mit meiner Ja. Selbstständigkeit und, und. Aber dass es nochmal so berührend wird, hätte ich nicht gedacht. Und ich finde es aber total wichtig, also tatsächlich großartig, dass wir auch darüber sprechen, weil ich glaube, das ist für viele Frauen wichtig und dass sie das vielleicht spüren sie es gar nicht so richtig. Vielleicht haben sie sich nie Gedanken dazu gemacht. Oder haben auch das Gefühl, dass diese Gedanken und diese Gefühle wegschieben zu müssen oder so. Weil ich muss jetzt ja stark sein und ich habe mein Kind jetzt erzogen, dass es so und so ist. Hallo, die Gefühle sind trotzdem da. So ist es, genau. Wie war das für dich? Dein großer Sohn ist ja auch schon eine Weile ausgezogen. Ja. War das dadurch, dass du deinen Kleinen dann noch hattest, leichter? Ich nehme es schwer an, ja. Ich hatte ja den Kleinen noch und das klingt jetzt blöd, aber es ist trotzdem fürs Nervensystem beruhigend, ein Hund im Haus. Ja. Und da ist man beschäftigt, gut abgelenkt. Und ja, mein Mama-Anteil war natürlich noch voll aktiv. Ja. Und ich konnte Nico gut loslassen. Vor allem war ich froh, dass ich ihn so gut unterstützen konnte, weil war er derjenige, der Schwierigkeiten hatte. Er ist auch wirklich, er ist, glaube ich, 3 Stunden weiter weggezogen zum Studieren. Also schon ein richtiger Cut von heute auf morgen. Und es war für ihn eine Riesenumstellung, von jetzt auf nachher wirklich auf eigenen Füßen, die erste Wohnung, das Studium, alles zu meistern. Und ich bin echt froh, dass ich so oft so stabil war. Weil natürlich kamen die Situationen, es ist schwer und ich glaube, ich komme wieder zurück oder immer wieder zu kippen. Aber ich war so überzeugt, ich wusste, etwas in mir wusste, Ella, bleib stark. Und auch wenn ich aufgelegt habe und danach geheult habe, weil es mir das Herz zerrissen hat, in dem Moment aber, wo ich ihn hatte, mir gegenüber mit einem Thema, war ich stark und konnte ihn wirklich halten. Und
Ich habe mir aber danach erlaubt, für mich zu spüren, ja, natürlich tut es meinem Mama Herz weh. Natürlich leide ich mit. Klar. Also, ja, ich habe das natürlich nicht so krass erlebt, diesen Cut, wie du jetzt, weil ich nebenher noch beschäftigt war bis heute. Mein Kleiner ist ja 12, also bin immer noch beschäftigt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was das dann bei dir wird, wenn der Kleine aussieht, wenn der mit Schule fertig ist und sich dann auch Ja. in die Richtung macht. Wobei ich glaube, also ich glaube, uns geht es ja eigentlich ganz gut dadurch, dass wir uns selber so auch auf den Weg gemacht haben. Also das sollte von mir jetzt auch gar kein Jammern, sondern einfach ein Mitbringen des Themas sein, dass es das gibt und dass es auch total wichtig ist, darüber zu sprechen. Und doch glaube ich, dadurch, dass wir uns schon so sehr mit uns selbst beschäftigen und unseren Weg ja auch schon eingeschlagen haben und gehen, ist es leichter, das zu spüren. Also ich fand es zum Beispiel am Wochenende mega spannend, wie dieser innere Mama-Anteil und vielleicht auch, also irgendein Kindanteil war da schon auch vorhanden, der, ich bin nicht gut genug, die will nicht, dass ich dabei bin. So, also dieser Anteil war schon auch da. Und dann diese Erwachsene. Also das ist immer mal wieder ein bisschen geschwankt, so auf der Treppe immer hoch und runter. Und das fand ich aber, also das genieße ich so sehr daran, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, dass ich das wahrnehmen kann, dass ich es spüren kann und dass ich es aussprechen und klären kann. Also früher wäre es für mich so gewesen, ich wäre wochenlang wahrscheinlich in meinem Drama gefangen gewesen und hätte nicht gedacht, dass es mir zusteht, das anzusprechen, zu klären und für Frieden zu sorgen. Also das ist für mich, dass ich es darf, dass ich für mich sorgen darf und eine Erklärung bekommen darf, ist mein Drama richtig oder ist mein Drama falsch? So. Ja, also ja, bin ich voll bei dir. Das ist, also dieser Weg schafft einen gewissen Raum, wo man sich beobachten kann, wo man aber auch, finde ich, ganz klar wahrnimmt, man ist nicht eine Person. Es gibt einfach so viele Anteile in uns. Und wenn einer leidet, der macht sich ganz groß und schiebt die anderen Anteile einfach auf die Seite. Und er macht sich groß, weil er im Grunde gesehen werden möchte, gespürt werden möchte. Er will einfach uns oder den anderen Anteilen sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut. Ich brauche was von dir. Das war so, also mal weg von mir, das war jetzt diese Woche bei einer Kundin von mir so schön. Die hatte mich morgens angeschrieben, Maren, ich glaube, ich muss heute mal mit dir telefonieren, können wir einen Videocall machen? Und normalerweise bin ich ja mehr in Präsenz, aber klar, also Notfallsituation bin ich dann da. Und die beschrieb mir ihre Situation und dann haben wir herausgearbeitet, wie sie vorgehen kann und es war so spannend zum Schluss. Also ich habe dann noch mal so eine Zusammenfassung dessen gemacht, was wir besprochen haben. Und dann sitzt sie mir gegenüber am Handy und ich sehe ihr Gesicht und sie so, ja, okay, das machen wir. Ich so, okay, liebe Dreijährige, du bist total toll. Das kriegt ihr wundervoll hin, ja. Also das war so im Gesicht auch zu sehen, ja, dieser Anteil, der sich da so gezeigt hat. Und dann hat meine Kundin gelächelt und hat gesagt, oh ja, es war gerade so spürbar. Es hat so gut getan. Ich so, ja, lob sie öfter, sei einfach für sie da und zeig ihr, wie wundervoll sie ist, dass sie dir das zeigt. Also wie sich die inneren kleinen Anteile in Gestik und Mimik und Stimmlage und so zeigen. Also das ist so spannend. Ja, ich liebe das auch total. Ja. Eins mag Ja. ich noch. Ja. Vorhin hast du gesagt, wie schwierig es ist, Bindung und Autonomie zu leben.
Und ich finde, es ist auch so ein Traumafolgesymptom, weil im Grunde lernen wir das ja mit 3 Jahren, glaube ich, gell? Ja, also Irgendwie die so. Bindung fängt schon viel früher an. Genau, aber diese Ja, Autonomiephase das sind kann ja Mitteilungen. nur anfangen, wenn die Bindung da war. Ja. Und dann können wir, und dann brauchen wir natürlich auch Eltern, die nicht nur Bindung geben können, sondern auch das Vertrauen haben, so und jetzt probier dich aus Ja. und leb deine Emotionen und so. Und wenn wir da einfach nicht begleitet waren in der Kindheit, dann tun wir uns echt später schwer, beides zu leben. Ja. Das müssen wir irgendwie so nachlernen, finde ich. Oh ja, ganz viel. Also das stelle ich immer wieder, also sowohl bei mir wie auch, also ich habe es auch in den letzten 11 Jahren, ich fand es so krass, was mir bewusst geworden ist durch die Traumaarbeit, was für ein Vertrauensverlust, also wie das Urvertrauen schon früh zerstört wurde und zu was für Verhaltensweisen das geführt hat und sicherlich auch manchmal noch heute führt. Also ich habe Gott sei Dank gelernt, in manchen Situationen erstmal durchzuatmen und eine Nacht drüber zu schlafen und zu gucken, ist es wirklich so, wie ich das wahrgenommen habe. Ich muss jetzt nicht wieder gleich rausschießen. Also zum Beispiel, also für mich ist ein ganz großes Beispiel Ablehnung oder wenn jemand mir aus meiner Sicht was Böses getan hat. Ich kann da einen ziemlich krassen Cut machen. Also, wo ich früher über meine Grenzen hinausgegangen bin und immer noch eine Chance und immer noch eine Chance, bin ich dann zwischendurch, habe ich so eine Phase gehabt, wo, nee, also jetzt nicht mehr, sowas macht niemand mehr mit mir. Und heute bin ich so an dem Punkt, komm her, Maren, jetzt schlaf erstmal drüber. Was hat es mit dir zu tun? Warum lehnst du das jetzt so sehr ab? Ist es wirklich so, dass du mit diesen Menschen keinen Kontakt mehr willst und so weiter? Aber das ist so ein Nachlernen. Also Nachlernen, bei mir war es ganz klar, das Nachlernen von Grenzen ziehen auch lernen, ja. Wann darf ich mit Fürsorge für mich anfangen? Und dieses natürlich ist, also jetzt in Verbindung mit dem eigenen Kind, also ich finde, wenn ein Kind auszieht, also da kann ich sie noch, mich noch so stolz auf die Autonomie sein, die ich gefördert habe, aber meine Verlustangst wird trotzdem dann nochmal angesprochen, die ja nie in meinem Leben Sicherheit erfahren hat. Ja, ich glaube, spannend. Ich glaube, genau das Spannend. ist es. Genau. Die Du Verluste. sagst es. Ja, Genau. ja. Ha, Anna, Michaela, jetzt wird unser Podcast schon unsere eigene Therapie nochmal. So war es Wie angedacht, oder? schön. Ja, genau, wie schön. Ja, Ella, wollen wir langsam für heute zum Schluss kommen? Ich Lass uns finde. langsam landen. Ja, genau, landen wir langsam wieder. Ich finde es total spannend, wie schnell die Zeit jetzt vergangen ist. Ja. Fast eine Stunde. Ich freue mich total darauf, dass wir weitere Termine machen oder wir vorhaben, das Ganze wachsen zu lassen und mal zu gucken, wie es sich entwickelt. Ich fand das total schön mit dir heute. Ich fand es auch echt schön, so richtig einige Themen doch zu streifen. Und ja, ich hoffe einfach, und wenn nur ein Mensch was von diesem Gespräch was mitnehmen kann und ihn das irgendwie weiterbringt, finde ich das schon mega schön. Ja. Und wenn es Also, nur ein Mensch ist, dem ein Lächeln ins Gesicht ja. gezaubert ist, weil er denkt, Genau. oh ja, so Wir geht's mir zwei. auch. Kenne ich. Genau. Oder, oh mein Gott, sowas kommt doch auf mich zu. Wie auch immer. Ja. Also, wäre schön, Ja. wenn es den einen oder anderen irgendwie erreicht. Ja. Und was ich total schön finde, ist,
Das ist, also wir haben ja gesagt, ehrlich, authentisch. Es fühlt sich wirklich so an. Also ich habe von Anfang an heute auch das Gefühl gehabt, ich kann einfach ich sein. Und ja, da, vielleicht hat das auch was mit, dass wir beide die Ausbildung haben oder so, dass wir so einen Grund, eine Grundvoraussetzung haben, auch wie wir miteinander umgehen wollen oder wie wir miteinander sind. Und genau das wünschen wir uns ja auch für die Menschen, die uns zuhören. Ja. Einfach sein. Ehrlich, authentisch, einfach sein. Ja, ist so wichtig. Ja. Was steht heute noch bei dir an? Ich darf jetzt gleich nach Stuttgart fahren und meine Kinder abholen, weil mein Kleiner war bei meinem Großen ein paar Tage Ferien machen. Und die hole ich jetzt am Bahnhof ab. Und dann habe ich noch ein paar Termine heute Nachmittag. Und Okay. du? Ja, ich auch. Ich habe Auch. auch heute noch ein paar Termine. Allerdings durch die Ferien sind auch welche abgesagt, sodass ein paar Kids bei mir auch frei machen. Und ja, ich werde den Podcast nachher noch schneiden und das dann auch veröffentlichen können in den, oder also mal gucken, wie schnell ich heute bin. Und Entspannt. genau, so. Und ansonsten steht heute schönes Wetter an. So ist es, die Sonne scheint. Ja, genau, finde ich voll gut. Ich war vorhin im Pulli draußen, ohne dicke Jacke. Das war sehr witzig. Also Ella, ich freue mich, dich in 2 Wochen wieder zu hören und zu sehen. Ich freue mich auch. Ja. Wünsche dir eine schöne Zeit. Ja, danke dir. Magst du noch was zum Abschluss sagen? Ich wünsche mir einfach, dass jeder Mensch, der uns zuhört und findet, für sich eine Entscheidung trifft, und zwar sich Zeit zu lassen, zu wachsen, weil das eine Reise ist und kein, es gibt keine Wunderpille, die da irgendwie von heute auf morgen hilft, sondern es ist wirklich ein Weg, es ist eine Reise und es begegnet uns so viel auf dieser Reise, was wichtig ist. Und je entschleunigter wie wir diese Reise, finde ich, angehen, desto mehr nehmen wir mit. Ja, das stimmt. Und du hast es vorhin so schön gesagt, das ist so ein bisschen mein Abschluss. Du hast vorhin erzählt, du hast mit 17 Jahren angefangen, dir die Fragen zu stellen. Du bist auch um die 50, so wie ich. Ja. Und ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, damit kriegt ihr ja auch mit, ja, wie lange unsere Reisen auch schon gehen und dass Druck überhaupt nicht hilft. Also Verena König hat es in einem Podcast irgendwann mal ganz wundervoll gesagt, dass Druck nur Gegendruck erzeugt. Nimm Ja. dir Zeit, lass dir Zeit, lass all dem Zeit, was da sein will und kommen will, was sich zeigen will, was sich noch nicht zeigen will und geh deine Schritte in deinem Tempo. Ja. Genau. Und vielleicht haben wir eure Neugierde ja, geweckt. Und dann freuen wir uns, wenn wir wieder angehört werden. So ist es. Alles klar, Ella. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Eine gute Dankeschön. Zeit. Ja, danke. Ciao. Ciao.